eigentlich eine tragende Rolle spielen. Auf jeden Fall. Dann springen wir direkt mal rein in die Pick-and-Bun-Phase. Wir haben, ganz genau, wir haben die Bangkok Titans auf der Blue Side, H2K auf der Red Side. Und jetzt werden wir mal sehen, wie die beiden vorgehen. Was glaubst du, wird gebannt werden von den Bangkok Titans? Gibt es da ein paar Target-Bands, die man auf jeden Fall fixieren sollte gegen H2K? Im H2K, ich sehe Lulex als Schwachpunkt vom Champion Pool an momentan. Er hat bis jetzt auch nur Elise und Kragas gezeigt. Er hat auch in der LCS-Season eigentlich seinen Champion Pool nicht groß erweitert. Rexha ist auch einer der Punkte. Ich denke, dass wir von Bangkok Titans auch einen relativen Jungle-Fokus sehen werden. Wir haben gesehen, was für einen Impact Elise im Early Game haben kann. Mhm. Und ich denke, dass das auch auf jeden Fall der contestete Pick ist. Und H2K versucht eben, die OPs so zu minimieren, dass sie eben zwei bekommen oder beziehungsweise sich bereits auf dem Weg zu einer Team-Kombo befinden. Mhm. Außerdem denken sie, dass sie das bessere Team sind, auf jeden Fall. Und dementsprechend versuchen sie nur auszusortieren, dass sie nicht zu starke Picks bekommen und dass die eben nicht zu stark saubern können. Mhm. Ja, der Thresh geht jetzt gegen Karsing wahrscheinlich. Wobei Karsing ja jetzt auch nicht so fresh fixiert ist. Also wir haben ja durchaus auch schon auf anderen Picks gut performen sehen. Ja. Ich bin gespannt. Ich denke, dass man jetzt wirklich die Elise offen lassen wird und wirklich als First Pick auf Seiten von den Titans nehmen wird. Ich denke, dass Lulu auf jeden Fall gebannt werden sollte hier für Bangkok Titans, wenn sie sich dazu entscheiden. Okay. Tam Ken spannen, okay. Das ist ja interessant, weil das Problem, wir haben es gerade gesehen von SKT, warum man das so macht, dass man einfach Lulu nicht übergibt. Ryo ist ein sehr, sehr guter Lulu-Spieler. Und Oduamna hat wirklich wahrscheinlich die beste Performance hier so gezeigt mit dem Team. Deswegen ist Lulu gerade auch mit Bruisern bzw. mit Juggernauts sehr, sehr gut in Kombination. Und ich denke, dass Lulu, also dass es ein Fehler ist, wenn man Lulu jetzt wirklich hier gegenüber, also in der H2K, dass es den Pick gibt. Mhm. Okay, das ist in meinen Augen auch ein Fehler jetzt gerade, wie man darauf antwortet mit dem Elise-Band. Man hätte sie wahrscheinlich offen lassen sollen, weil Lulu First Pick wird. Das ist klar, man hätte sich Elise nehmen können. Und ja, das Fehler von beiden Seiten in den Bands schon. In meinen Augen, ich wäre da komplett anders rangegangen. Aber okay, die Teams haben sich wahrscheinlich was anderes gedacht. Weil ich sagen muss, von den Titans ja nicht unbedingt ein Fehler. Sie haben ja damit gerechnet, wir lassen Elise offen. Naja, Elise könnte man eventuell abgeben, aber wenn man natürlich noch so einen Fehler macht in der letzten Rotation. Ich meine, wenn man ein gutes Team ist, würde man jetzt wahrscheinlich einfach. Hätte man zum Beispiel Elise und Darius nehmen können in der ersten Rotation. Man hat gesehen, wie viel Potenzial dieses Duo hat. Der Elise-Band war auf jeden Fall falsch. Der Unterschied zwischen H2K und Origin zum Beispiel in dieser Situation ist, Origin hat keine Angst, gegen Elise zu spielen. Man sieht, das ist schon fast ein Angstband von H2K, weil sie gesehen haben, was Elise so anrichten kann. Und sie versuchen halt, das Early Game so sicher zu gestalten wie möglich. Das heißt, im Endeffekt haben sie jetzt einen Pick aufgegeben für gar nichts. Sie haben jetzt Probleme, ihren Pick zu finden. Außerdem sind die Bands von Bangkok Titans sehr, sehr schlau. Thresh und Tam Kench sind im Endeffekt die beiden. Sie wollen gegen eine Kalista fast schon spielen oder gegen einen Low-Range-AD. Der einzige AD, der ansonsten noch in Frage kommt, wäre Tristana. Vielleicht haben sie dagegen was vorbereitet. Der Punkt ist, man kann Jinx nicht ohne Thresh oder Tam Kench spielen, zumindest von dem Champion Pool, der den Kazin gezeigt hat. Ansonsten haben sie nicht genug Protection für eine Jinx. Wahrscheinlich wollen sie einfach den Jinx-Pick raus haben. Wollten die Lulu sich sichern und wollen eine Juggernaut mit was anderem spielen oder vielleicht auch mit Jinx und mit etwas anderem. Ich finde es richtig so. Also Bangkok vielleicht, klar. Tam Ken spannend ist so ein bisschen. Das ist. Hat H2K wirklich gezeigt, dass sie Tam Ken spielen? Krass. Nee, oder? Nee. Das ist so ein Bann. Warum sollte man das machen, wenn man. Das ist reine Spekulation hier an dem Punkt. Und wie gesagt, ich denke, H2K hat einen ziemlich großen Fehler gemacht, einfach mit dem Elise-Bann. Das hätte sie ziemlich retten können hier in der Pick-and-Bun. Ich meine, natürlich sind sie ein besseres Team, aber warum macht man solche Fehler gegen Teams? Sie schränken sich halt selbst extrem ein. Die Rexha ist weg, Elise-Bann sich selber weg. Ich bin wirklich gespannt, was wir im Jungle sehen werden, aber ich erwarte wirklich nicht allzu viel. Jetzt haben wir auch hier Kragas. Kein Jungle wurde gepickt. Wir hatten zwei Jungle-Bans und auf Purple-Seite wurde kein Jungler gepickt. Das ist auch das Problem, dass man einfach sich in Situationen rein draftet, wo man wirklich schon Nachteil hat. Zurzeit muss man wirklich den Jungler sehr, sehr früh picken im Draft, weil einfach der Jungler gibt nichts von dem Draft weg und ist ein Powerpick. Also Rexha ist ein Powerpick, Elise ist ein Powerpick und Gragas ist auch so der neutrale Pick zwischen den dreien gerade. Deswegen glaube ich wirklich, dass H2K sich. Ich meine, klar, die Sin ist noch offen, aber. Ja. Ich hoffe jetzt wirklich, dass sie die Annie nehmen, genau wie sie es jetzt tun. Annie, da es eben Alistair ein sehr guter Pick ist gegen den Alistair. Es ist, wenn man Alistair sehr früh pickt vor dem anderen Support, zeigt man bereits, man spielt auf eine passive Lane. Sie haben auch über Tristana gecovert. Sie haben eigentlich schon relativ viel Preis gegeben von dem, was sie machen wollten. Und Lulex, einer seiner Main Champions, ist auch noch Lee Sin. Das war der letzte, der offen ist. Er greift halt jetzt auf seinen Backup-Jungler zurück.
Aber ich denke, im Endeffekt, das wird für sie funktionieren. Sie haben eine relativ aggressive Team-Kombo. Sie haben Kalista, Annie, Engage. Ich bin gespannt, was für ein Mid-Pick sie wählen werden. Es kann wahrscheinlich auch ein Azir sein oder gegebenenfalls auch wieder so etwas wie ein Kassadin, was wir gesehen haben gegen Lulu. Es muss auf jeden Fall was Aggressives sein. Es darf nichts Poke-lastiges sein. Und sie müssen versuchen. Ich denke, der Lulu wird auch auf die Top-Lane gehen, der Lulu-Pick. Weil wir haben Darius, der theoretisch ja in die Lulu reingepickt wird, was für ihn kein gutes Matchup ist. Und so kann man Darius gut klein halten. Das wäre natürlich optimal für die Titans, wenn sie da wirklich die Lulu gegen den Darius schicken können. Ich meine, man wird wahrscheinlich dann für den Lane-Swap gehen. Alleine, weil, na, wobei du willst, auf einer Seite willst du es, auf der anderen Seite willst du natürlich diese Annie und Kalista Lane ausspielen, ne? Auf der einen Seite ist Yasuo ein sehr guter Pick gerade, weil ansonsten mit noch einem AP hätten sie eben viel zu viel Magic Damage in ihrem Team gehabt. Auf der anderen Seite, Yasuo Blind ist nicht unbedingt die beste Option. Aber in dem Fall hätte er blinden müssen und mit Azir oder sonstigen. Das wäre auch gut jetzt hier für HK. Wir wissen, dass Rio ein ziemlich guter Fizz-Spieler ist. Mal sehen, was er würde auch sich entscheidet. Aber bringt es einen Assassin jetzt auszupacken, wirklich gegen diese Lulu-Kombination? Ja. 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 Das ist das Beste, was du machst. Also gerade jetzt, du weißt, dass du einen Yasuo in der Mitte hast, sehr wahrscheinlich. Weil Top-Lane, Yasuo gegen Darius haben wir gesehen, es funktioniert kein bisschen. Und jetzt ist es wirklich an der Zeit, wo man sagen muss, hey, der Yasuo-Pick in der Mitte ist ein Melee. Melee sollte man immer punishen eigentlich. Und LeBlanc ist ein ziemlich guter Pick hier, genau wie Lissandra. Dieses Counter-Assassin halt. Also LeBlanc hat ein ziemlich gutes Matchup gegen Yasuo, so wie auch Lissandra. Und natürlich hat HOK jetzt durch den Kalista Any-Pick sehr, sehr aggressive Möglichkeiten, wirklich hier die Fight zu suchen. Dessen Combo gefällt euch besser? Es kommt darauf an, wie man es ausspielt. Ja, im Endeffekt beide relativ stark. EK Bangkok Titans hat im Endeffekt eine sehr, 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 sehr starke Combo. Viele Knock-Ups. Das ist eine Yasuo-Combo. Man hat es am Anfang nicht gesehen, aber sie haben schon ein bisschen auf den Yasuo abgezielt. Während HOK eher eine Pick-Comp gemacht hat mit sehr viel Execute. Ja. Sie haben Lee Sin als Engage, kann jederzeit jemanden insecken. Sie haben den Annie Flash Tibbers plus Kalista Engage. Sie haben einfach sehr viel, mit dem sie arbeiten können als Engage und als Pick-Potenzial. Und wenn sie das benutzen, dann sollten sie sehr früh ein Leader spielen. Also bei den Drafts ist es sehr wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel die Namen von den Teams ausblendet und andere Namen reinschreibt, dann könnte man das eigentlich drehen, wie man will, und würde man immer das stärkere Team einfach wählen zwischen den beiden Drafts jetzt. Hättest du jetzt zum Beispiel SKT EDG gesagt, hätte ich gesagt, wahrscheinlich eher links, also die Blue Side hätte eine bessere Chance, einfach weil Lulu da ist. Aber man muss da natürlich sagen, Barkun und Titans nicht so ein starkes Team. Ich denke eher, dass HOK das Game hier nehmen wird. Seid ihr euch da alle einer Meinung? HOK win? Ja. Alles klar, dann gehen wir rüber zu den Castern, denn das Spiel beginnt gleich und wir werden sehen, ob HOK vielleicht noch eine Chance auf den zweiten Platz in der Gruppe C hat. Ja, das wird fraglich sein. Ah, Tahm Kench, Bann, auch sehr seltsam. Tahm Kench sieht natürlich, bezogen auf das Lächeln, Prawley sehr ähnlich. Aber die Frage ist halt, ob das zum Sieg führt. Und ja, wir dürfen Zeuge sein. H2K muss, wenn sie irgendeine Chance überhaupt haben wollen, jedes einzelne Spiel gewinnen. Wenn sie gegen SKT verlieren sollten und gegen EGD gewinnen, stehen sie wenigstens gleich. Dann könnte EDG theoretisch gegen Bangkok Titans verlieren, damit sie den Tiebreaker kriegen, aber... Das wäre natürlich noch gestörter, aber... Also es sind... Die Karten sind wirklich sehr, sehr ungünstig für H2K gemischt. Außer, und das ist vielleicht was Positives, sie sind unter voller Kontrolle, bezogen auf das Spiel. Wenn du nicht tryhardest, du verlierst, dann hast du es nicht verdient, ins Viertelfinale zu kommen. Auf jeden Fall, und... Eine Annie-Kalista-Kombo bietet halt die Möglichkeit zu tryharden, wie man so schön sagt. Also sie haben halt definitiv den Engage bei sich. Und ich glaube, das wird sowieso auch viel in diesem ganzen Spiel darauf ankommen. Wenn es halt über die Lanes nicht einen zu großen Vorteil gibt, wird es später wirklich darauf ankommen, wer landet den Engage. Die Kombo mit Yasuo, kriegen sie den Knock-Up auf die wichtigen Ziele, können sie engagen? Oder wird es Annie zu sein, die zum Beispiel zuerst auf einen Yasuo raufkommt oder auf die Lulu? Oder vielleicht sogar am besten auf beide und darüber den Teamfight eröffnen? Das ist ja das Tolle daran, dass die gesamte Komposition von den Bangkok Titans in der Lage ist, einen Knock-Up zu liefern. Also wirklich Support. Selbst Tristana kann ja mit ihrem Buster Shot mehrere Leute treffen. Lulu ist sowieso klar. Gragas, Alistar, das ist schon nicht schlecht. Ich bin aber gespannt, wie sich Rio dagegen machen wird. Weil theoretisch, also es gibt zwei Probleme. Erstens kann das Q von Lissandra nicht durch die Windwall. Wir haben sehr, sehr gute Windwalls gesehen. Gerade gegen Orianna-Spieler. Und auch ihre Kralle nicht. Ja, die wird da einfach gnadenlos verpuffen. Und da muss er natürlich schauen, dass das Ganze funktioniert. Hier sehen wir schon ein paar technische Probleme, beziehungsweise werden die gerade noch gefixt. Und ja, mal gucken. Ich bin generell gespannt zu sehen, wie sich auch die Lissandra macht.
in das Matchup im Prinzip jetzt reingepickt worden gegen Yasuo und noch nicht wirklich oft gesehen. Und sie hat halt immer dieses Potenzial, natürlich Leute rauszufokussieren. Und man kann im Zweifelsfall auch einfach sagen, okay, man lässt Lissandra auf eine Lulu rauflaufen. Lulu wird dann im Prinzip rausgenommen. Entweder nutzt den Wildwuchs auf sich selbst, um sich zu beschützen vor dem Burst. Oder sie kann ihn zumindest nicht einsetzen, weil sie CC'd ist und man kann derzeit vielleicht jemand anders rausnehmen. Oder man hat einfach noch zusätzlichen Burst für Annie. Also ich bin da auf jeden Fall gespannt. Der einzige Nachteil, oder der einzige Vorteil ist im Prinzip dieses Feld. Man unterschätzt dieses Eisfeld. Im Prinzip sieht man immer diese Eissäule und die Explosion auf dem einen Champion. Mhm. Aber der AOE-Schaden ist auch ziemlich stark von der Kalista. Und AOE-Schaden ist im Prinzip immer etwas, was dieses Lulu auf einen alle Schilde rauf fokussieren und ein bisschen im Prinzip kontert, mehr oder weniger. Man muss natürlich schauen, dass man die Lissandra aber trotzdem gut reinbekommt, weil sie wird dort häufig nicht gepickt, weil ihr Scaling es gerade nicht hergibt. Ja, der Typ da im Hintergrund, kurz bevor er es alleine macht, ne? Zieht es eiskalt durch. Worauf ich aber hinaus wollte, ist, sie braucht halt sehr, sehr lange, um wirklich diesen Hammer-Schaden zur Verfügung zu haben. Wenn jemand gefädet ist, dann merkt man das halt bei vielen Charakteren sehr schnell. Maple konnten wir gestern mit LeBlanc beobachten, das war einfach nicht mehr schön. Ne? Der hat ja die Leute ausgelöscht. Und ich glaube, eine Lissandra braucht länger für diesen Moment. Und selbst wenn sie genau den gleichen Vorteil hätte, wäre es nicht so krass, weil sie halt nicht für die Assassin-Plays gemacht ist, sondern wirklich für die größeren Teamfights. Weil einmal drinne musst du einfach beten, dass auch nichts mehr da ist, was dich bedrohen könnte. Schöner Lulix-Hype. Und das ist auch ein Punkt. Jungler, Gragas kann halt Lissandra wirklich aus ihrer Kralle im Prinzip fernhalten. Wenn Lissandra macht, ihre Kralle nutzt, um aus dem Gank rauszukommen und Gragas zum richtigen Moment sie stunt, kann sie halt nicht mehr rausgehen aus der Kralle. Ja. Und dann ist sie einfach ein Gank-Opfer. Also auch da ist natürlich gefragt, Lulix, kann er in der Mitte zum Counter-Gank zum Beispiel da sein oder konzentriert er sich lieber auf andere Lanes, um die nach vorne zu bringen? Ja. Ulex ohnehin sehr viel in der Kritik gewesen. Ich fand auch die Pico- und Bannphase von den Bangkok-Teils nicht schlecht gemacht. No, auch Gragas weggenommen, was wirklich ein guter Pick ist. Ulex muss jetzt hier mit Lee Sin ran, der aber, muss man auch dazu sagen, echt krasse Winrate hat. Also Lee Sin wird halt, wenn, dann wirklich nur begabte Hände gelegt oder vielleicht gegen Gegner gespielt, die nicht damit klarkommen. Und das ist auch, wir haben ja vorhin drüber geredet, so eine Sache, die im Verlauf des Turniers mich wirklich interessiert. Mit den Jungler-Bans, Elise vor allen Dingen, werden wir jetzt endlich auch mal was anderes außer diesen vier Junglern sehen. Gragas und Lee Sin, wenn der Rest gebannt ist, oder sonst Rek'Sai und Elise sehr viel. Ich muss sagen, ich sehe Lee Sin im Vergleich zu den anderen sehr gerne, weil es ja doch so der Playmaker ist. Gragas, einfach nur das Beastie-Monster, was natürlich einfach nur, der setzt sich einfach nur 10.000 Schaden pro Sekunde aushalten kann. Na gut. Wir haben jetzt hier Kha'Zing. Ja, das ist derjenige, der gerne Zillion auswählt in der Pick- und Bann-Phase. Geht hier mit Annie vielleicht einen gefährlichen Weg? Die Bangkok Titans verteilen sich wie früher, das haben wir lange nicht mehr gesehen. Ja, so ein Early Invade gegen einen Alistar ist auch immer so eine riskante Sache, selbst wenn man nur Warden gehen will. Ah, wobei, wenn der Alistar dann reinläuft, dann kann ihm da eigentlich nicht so viel passieren, dann weiß man, wo er ist. Und es sieht auch nach Standard-Lane wirklich aus, wobei ja, Kalista bewegt sich nach oben. Wirkt wie ein Lane-Swap, H2K ja. Möchte das direkte Matchup erstmal nicht haben. Also mit Level 6 ist natürlich Kha'Zing wirklich gut dabei. Davor kann ein Alistar wirklich verheerend sein. Allein schon mit dieser Pulverisieren und Headbutt-Combo ist so gut dabei. Aber sie ziehen es durch, sie tauschen. Moss und Lloyd sind aber hier stagnierend, gehen einfach nur zu den Krux wahrscheinlich, nehmen die und ja. Eigentlich im Prinzip haben sie es auch die wirklich für H2K sehr einfach gemacht. Dadurch, dass Alistar am Anfang dann noch Warden gegangen ist, hat man schon ahnen können, okay, Botlane wird wahrscheinlich unten sein, wird unten auch anfangen wollen und jetzt kann man halt probieren, vielleicht sogar beim Blue Buff zu stören. Ja, das sieht sehr danach aus. Die Frage, ob 007 das Ganze hier ja, nicht zu viel kassiert. Der hat noch seinen Zerschmettern zur Verfügung. Man hat sich auf jeden Fall gut nerven können. Auch Ryo musste einigen Schaden kassieren. Ein Yasuo ist am Anfang des Spiels auch sehr, sehr potent und ja, der klassische Beginn bei den Wölfen. Aber es ist halt super verzögert durch. Und sie haben sogar noch zwei Minions sogar. Sie haben beide Minions vom Blue Buff weggenommen noch. Und Kha'Zing geht gleich wieder dazu. Kommt diesmal aber nicht wirklich ran. Also, das hat H2K eigentlich ganz gut gemacht. Gesehen, okay, die Botlane startet unten. Das heißt, natürlich wird der Jungler Double Jungle oben starten wollen. Und dann können wir halt mit unserer Duo Botlane einfach oben reingehen und stören. So, hier nun. In der Mitte immer noch mit Level 1 da. Der Rest des Teams, wie du es gerade erwähnt hast, macht die Sache wirklich sehr gut. Wir sehen jetzt schon, dass Odo Amner auf dem Weg ist zum Umbrunnen. Oh, so ein Knockup trifft auch noch auf maximale Reichweite. Ist immer sehr unangenehm. Aber Ryo trotzdem bemüht. Jetzt sehen wir hier den Proxy
Darius, ja, kassiert natürlich richtig viel Schaden. Unterdessen Lee Sin dabei, den Blue Buff zu mopsen. Also das hat wirklich stark gemacht. Ihr eigener Red Buff ist nicht bedroht. Den Blue Buff haben sie zu Beginn gemacht. Bangkok Titan so krass genervt, dass sie weg müssen. Und Lulex nimmt sich den. Also die Rotationen sind wirklich nicht schlecht. Bangkok Titans mit allem verzögert. Ne? Bald sind sie zu viert unten, können also den Turm auch bedrohen. Aber hier ist noch... Hier ist die Überzahlsituation, das Kanon-Minion ist da, also ich glaube trotz der Tristana-Situation kann Bangkok Titans hier nicht krass hinterherziehen. Ja, der Lanestorm war einfach viel schöner gespielt von H2K. Sie hatten gewusst, dass sie haben den Lanestorm selbst initiiert, die Gegner wussten es mehr oder weniger nicht, Ryu kommt nochmal weg. Und dann haben sie es auch noch geschafft, halt auf der schwachen Seite anzufangen, das heißt, die riskante Seite haben sie als sicher bekommen, den Blue Buff, und dann auf die starke Seite weitergegangen, sich den gegnerischen Blue Buff genommen, wo auf der anderen Seite, wenn man das gesehen hat vorhin, ist Moss sehr, sehr spät zum Blue Buff noch gegangen und hat da geguckt, ob er noch stören kann, nachdem die ganze Aktion schon längst gelaufen war und ihr eigener Double Jungle schon längst unterbrochen wurde. Also sehr, sehr verzögert, wie du schon gesagt hast. Aber am Ende trotzdem geschafft, auch hat Lloyd sehr, sehr viel Gold hier bei der ganzen Situation nochmal erhalten. Udo Amne ist jetzt schon seit längerem wieder oben, kann also anfangen zu farmen, müsste sich theoretisch einer Doppelring Lulu stellen, Warlock, ja, wir nennen ihn auch CC-Lock, also der Master of Maokai, bemüht sich da jetzt natürlich nicht so weit den Vorteil abzugeben, aber Udo Amne scheint ein Stück weit rein zu pushen, natürlich auch eine interessante Variante. Wollen eventuell vielleicht auch für einen frühen Drachen gehen, wenn er so tief reinpusht, einmal zurückgehen und dann vielleicht zum Drachen laufen, den TP nicht dafür nutzen, dass man eventuell auch einfach nur einen TP-Vorteil hat, wenn man die Lane reinpusht, zum Drachen geht. Einfach nur das TP erzwingen von Warlock wäre auch eine Möglichkeit. Oder er geht weiter und stellt sich dem Risiko, dass natürlich ein Gragas kommen könnte. Er hat noch den Level-Vorteil, und zwar einen heftigen, Level 2 und Level 4. Aber ich glaube, wenn du 7 am Start ist, dann wird das trotzdem schmerzhaft. Der Grundschaden ist dafür genug. Und Udo Amne kann jetzt noch nicht auf diese coole Double-Kill-Situation hoffen, womit sich ein Darius mehr oder weniger verteidigt bei Ganks. Weil er hat halt nicht die nötigen Items. Hat jetzt hier Warlock reingedrückt. Der kann auch vom Farm nicht perfekt nachziehen. Und muss natürlich schauen, dass das Ganze gut funktioniert. Schöner Schaden hier von Lloyd. Kann sich mit der Bombe auch einiges anfangen. Also sind im Prinzip auch so ein bisschen dem unangenehmen Tristana Flash. Jetzt kam der Knockup. Kasing hat noch keinen Towershot gefressen. Das sah nur so aus. Jetzt kommt der dicke Mann dazu. Oh, das Flash nicht optimal. Kiernan immer noch am Kiten. Kann ja Lloyd einiges an Schaden zufügen. Die Bombe. Ja, knappes Ding, aber es war nicht genug. Jetzt hier G4 dabei. Und der Heal kam raus. Er konnte ihn nicht bekommen. Schöner Flash insgesamt. Nun Lulex zur Stelle. Moss entschärft die Situation. Ist aber manalos. Das Q von Lulex ging auch sonst wohin. Wow, da ist keiner gestorben. Das war ganz schön verhalten. Allerdings auch hier ein bisschen spät von Ryu reagiert. Der konnte nicht rechtzeitig dazukommen. Ist aber trotzdem von der Lane runtergegangen. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, er wird wahrscheinlich ein bisschen Farm verloren haben. Hat aber den Vorteil, dass dadurch, dass Lulex so aggressiv sich im generischen Jungle positioniert, G4 einfach einmal um die ganze Karte rumgeschickt wird, weil Lulex den kürzesten Weg komplett blockiert mit seinem Lichtsinn. Ja, war auf jeden Fall viele Beschwörerzaunen insgesamt draußen. Ich denke, da wesentlich mehr drunter gelitten. Die ganze Botlane wurde entzaubert. Lloyd hat dann noch den Vorteil. Lulex nur um 1 gegen 1. Natürlich mit dem Sidestone einfach mehr Tankiness, wenn natürlich die Kampfstats nicht hochgehen. Sehr interessant. Viele gehen auf den Sidestone. Das kann man auf jeden Fall verstehen. Aber häufig wird eher die Doppel-Langschwert-Variante gewählt, weil du hast dann null Chance gegen ihn im 1 gegen 1. Hat sich halt hier mehr im Prinzip für die Team-Variante. Und ich würde sagen auch, wenn er sowas macht, ist es halt die sichere Variante. Wenn er immer wieder probiert, hinter gegnerischen Linien zu arbeiten, dann gibt ihm es ein bisschen mehr Sicherheit, dass er immer einen Ward hat zum Rausspringen. Ansonsten, man sieht ja gerade, da standen 3 Wards in einer Linie, die waren im Prinzip alle Lulex, der immer hin und her gesprungen ist. Es ist halt immer so diese Absicherung, weil momentan vor allen Dingen G4 auch eine ziemliche Bedrängnis ist, oder eher gesagt eine ziemliche Gefahr darstellt, da Ryu bis gerade eben Probleme hatte auf der Lane. Ja, hatte vom Farm nachziehen können, weil er nicht da war. Und G4 auf jeden Fall Yasuo Main. Macht das hier nicht schlecht. Er wird aber Ryu, glaube ich, ja, er ultiert ihn jetzt und wird ihn nicht töten können. Ah, Windwall nicht schlecht gesetzt. Guter Trade für ihn. Aber Ryu, ja, er kann es mit der Ulti gut gegenhalten, aber nur dann, wenn ihm wirklich viel Leben fehlt. Dann ist das Ganze auch sehr, sehr effizient und ich glaube, er hofft auf die Situation, dass Lulex irgendwann vorbeischneit. Ja, schauen wir mal. Erstmal war er auf der Zoplin jetzt unterwegs, aber da hat Warlock ganz gut reagiert, gesagt, ich drücke einmal die Lane rein, aber ich habe keinen Turm mehr, also muss ich erstmal zurückgehen, schaue, dass ich vielleicht im Jungle ein bisschen Farm abgrasen kann und ansonsten wieder warte, bis ich wieder
irgendwie eine Chance kriege, auf die Lane zu kommen. Vielleicht sogar einfach mal in die Mitte rotieren oder auf die Botlane, bis die Lane wirklich rauskommt. Momentan sieht man noch nicht, ob Odoamne sie am Turm halten kann, freezen kann oder ob er wieder rauspusht. Aber das werden wir jetzt gleich sehen auf jeden Fall. Ich glaube, er hält es sehr beherzt und bleibt da erstmal. Finding Warlock wird dadurch brutal arbeitslos. Ist jetzt in der Mitte, so, um einfach irgendwie irgendwas zu machen. Lulu ist halt echt nicht der klassische Roaming-Champion eigentlich. Also sie hat ein paar Mittel schon zur Verfügung, aber es sind ja nicht die heftigsten Ganks. Und wieder Lulex dabei den Blue Buff zu mobsen, denn auf der anderen Seite der Karte wird das gleiche getan. Da sehen wir die Bangkok Titans diesbezüglich nicht faul, also sie wissen, wie man rotiert. Sollte das aber auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Das ist der größte Fehler, den ein Team machen kann. Und H2K, klar, LCS hin oder her. Sie sind jetzt hier nicht brutal weit vorne. Total ausgeglichen. Auf jeden Fall, also die Chance ist immer da. Und das finde ich halt schön an beiden Teamcomps. Sie haben halt auch sehr, sehr starke Teamfights. Das heißt, auch beide Teamcomps können im Prinzip zu jeder Zeit des Spiels, wenn sie einen guten Engage haben, einen Kampf gewinnen, solange sie nicht unglaublich weit hinten sind. Ab einem gewissen Zeitpunkt wird es halt schwierig. Wenn Lulu zu weit vorne ist oder wenn das Team zu weit hinten ist, um genug Schaden zu machen, kann Lulu halt den kompletten Schaden wegfangen. Ja, das wird aber hier wahrscheinlich nicht so möglich sein. Anscheinend hat sich dieses Stab der Zeit oder Bild echt durchgesetzt. Ja, solange da kein Fluch des Lichts dazukommt, bin ich auch glücklich. Also ja, den finde ich ja noch cool, muss ich sagen. Ja, also vielleicht als sechste Item oder so, aber... Der Standardzeit braucht einfach sehr lange. Er ist sehr kosteneffizient. Das ist einer der wenigen APRDs, die noch unter 3000 kosten. Hier haben wir fast das First Blood für den Red Buff. Aber du bist in dem Lane Swap. Du hast den Lane Swap verloren, wenn man jetzt den direkten Vergleich zu Odoamne wagt. Der Farmabstand ist einfach super groß. Wenn jetzt ja noch ein bisschen Wave ankommt. Das ist vor allen Dingen auch so ein Trend, der sich momentan gerade in den Darius-Spielen durchsetzt. Man sagt ja immer, Lulu ist ein guter Champion gegen Darius oder Gnar läuft ganz gut gegen Darius, aber es wird immer diese Situation erzeugt von den Teams, wo Darius durch einen Lane-Swap, durch Dive vom Jungler so einen unglaublichen Farmvorteil kriegt, dass es sehr beängstigend wird. Er kriegt dieses Phage sehr, sehr früh immer im Spiel und hat von da an immer extreme Oberhand, wo entweder man mit dem Jungler schnell gegenschalten muss oder der Toplaner einfach nur noch farmen kann, wenn Darius nicht mehr da ist. Direkt 1 gegen 1 würde er sich trotz Lulu quasi nicht direkt leisten können. Jetzt nochmal der Knock-Up. Hier kriegt er einiges an Schaden. Da kann Kha'Zix nicht so aktiv verteidigen. Moss aber noch nicht Level 6. Tibbers macht da schon guten Schaden. Rio zur Stelle. Zack! Nimmt ihn da auseinander. Muss aber schauen, dass er irgendwie rauskommt. Oh, vom Fass zur Donner. Schön gemacht. Oh Leute, der macht den Double Lift. Geht ganz schön tief in die ganze Geschichte rein. Wird er auch weggedankt werden. Keine Chance ihn. Warlock. Mach's eventuell gut. Er hat die Stacks noch drauf. Die Schilde sind genug. G4. Oh, geht er rein? Er geht rein. Er versucht den Kampf zu nehmen, aber schafft es nicht. Alle überstehen das, außer er. Absoluter Gurken-Engage. Jetzt die Frage: Lulex. Q-Master? Nein, kann er nicht. Also, das war nicht schlecht gemacht von H2K. Und ich dachte, G4 holt jetzt alle. Wenn ich es nicht besser wüsste, hätte ich gesagt, das wäre ein Bait von Ryu. Aber er ultiert. Ein Ziel, was er definitiv nicht töten kann, obwohl er im Turm ist, gegen den Re-Engage. Wenn er sich selbst zum Beispiel auch geultet hätte, hätte er viel mehr Schaden gemacht und hätte länger überlebt. So ist er halt einfach nur für den Reset von Tristana gestorben. Die wiederum ist reingesprungen, weil sie dachte, sie kriegt einen Kill, hat aber das Ziel, das einzige Ziel, was gerettet werden kann, hat er angegriffen, nämlich Kha'Zix, der weggezogen werden kann. Und jetzt sieht man es nochmal, sie entscheiden sich darauf, mit ihrem Team halt komplett auf den Alistar zu gehen. Weil sie Schaden haben, weil Alistar nicht Level 6 ist, kann man das definitiv machen. Und jetzt... Lloyd hier eingefroren, bringt halt im Prinzip gar nichts. Ryu stirbt dafür einfach ohne Probleme. Und jetzt geht Lloyd rein. Sieht, dass Kha'Zix wenig Leben hat, springt rauf für den Reset. Aber gute Reaktion für Tiana und dadurch ist er jetzt auf einmal drin, ohne irgendeine Möglichkeit rauszukommen. Er wird jetzt hier auch rausgenommen werden, gedankt. Warlock schafft das Ganze nochmal mit den Lulu-Schilden wirklich zu überleben. Wildwuchs und gleich nochmal das Schild hinterher. Und jetzt machen sie es schön. Sie sehen G4, will nochmal reingehen, teilen sich komplett. Oh. Er teilt sich im Prinzip auf, so dass G4 nur eintreffen kann und vor allen Dingen, dass Kha'Zix mit seinem Stun noch beiseite steht, den Stun widersetzt und sie dann noch den Kill kriegen. Oh, Yasuo ist halt nicht unverwundbar, während der dich ultet und die Animation ist halt schrecklich langsam. Das ist nur 7, der sammelt fleißig Stacks. Magt sogar nochmal den kleinen Gage, wirft hier Odoamne zurück, das Team ist halt sehr, sehr verzögert. Jetzt kommen sie dazu, aber Lulex ist auch wieder da. Erneut springt da Lloyd, volle Hütte, einfach nur in den Fight rein. G4, ja, da kann sich gegen Bruiser das nicht erlauben. Der würde da zu viel Schaden kassieren, gerade wenn man bedenkt, dass Kha'Zix und Ryu nicht weit weg waren. Ja, ja, Flash provoziert für einen Fass. Kann man machen. Und es wird immer weniger ratsam, diesen Sprung zu machen als Tristana. Selbst wenn man ein 4-Leute-Team um sich rum hat.
sobald du einmal die Kalista auf die Lissandra auf einem Level hast, was Fähigkeitsstärke angeht, also noch so zwei Items vielleicht, also das Item fertig und noch ein zweites dazu vielleicht, dann kannst du als Lissandra nicht mehr reinspringen. Kalista geht einmal ran, Lissandra und tötet dich fast. Oha, das ist der Support und der Jungler. Hier nimmt sich der eiskalt die Kill. Schlecht gemacht, sehr offensiv. Das passiert halt, wenn man mit dem Turm ein kleines bisschen negiert. Oh, der Heal, der war stark. Leute, springt da davon. Oder haben wir kein Flash? Der Phage, Schleunigung vom Phage reicht nicht aus, um an Leute ranzukommen. Bisschen mutig, als Tristana gegen einen Darius, der zwei Kills hat, einen Phage einfach zu sagen, jo, ich nehme dich jetzt eins gegen eins, ich habe damit kein Problem. Hier sind schon die nötigen Items. Also BF und Pickaxe ist okay-ish. Irgendwie. Aber wird halt nicht genügen. Und mittlerweile zieht auch H2K davon. Ja, es steht 4-1, bezogen auf die Kills. Aber es ist halt der Farm. Odo Anna hat 60 mehr. Mehr als doppelt so viel. Ja, das ist schon sehr hart. Und hier eine mit 202 und auch 30 Farm mehr. Midlane 20 mehr. Das ist halt super, super viel. Also Bangkok Titans werden jetzt bei der nächsten Shopping-Tour richtig unterlegen sein. Oder beim nächsten Fight. Ja, und vor allen Dingen sieht man hier auch wieder, wie schon im letzten Spiel mit dem TF, Stab der Zeitalter ist ein schönes Item, aber wenn du auf der Lane hinten bist und wenn du vom Spiel ferngehalten wirst, vom Farm, dann brauchst du so lange, bis du es kriegst, dass du einfach für den Zeitpunkt, wo die Kämpfe passieren, das Scaling noch nicht hast und dann einfach komplett null Schaden fährst und auch nicht groß tanky bist, weil die Lebensstats, die sind nicht mehr so groß wie früher und du hast halt keine defensiven Werte. Ich verstehe es auch nicht, dass das alles so große Beliebtheit hat. G4, nun CC'd ohne Ende. Da kommt Kha'Zing und Lulex sagt sich, ich habe ihn markiert. Töte ihn auch. Ja, absolut kein Problem. G4 hat natürlich gegen so viel CC wenig zu bieten. Auch Ryo schon mit dem Stundenglas eine gute Waffe. Einfach absolutes Core-Bild auf ihr. Aber es gibt ja ordentlich AP. Kann man schon mal den Gegner zum Leiden bringen. Also Bangkok Titans, ja, jetzt werden sie zermürbt werden und ein Comeback ist halt nur mit Wombo-Kombo des Todes möglich. Ja, sie müssen wirklich halt, ja so, am besten braucht er noch das zweite Item und dann brauchen sie einen guten Kampf, wo er Lissandra reinkriegt und wo er am besten noch Kalista reinkriegt. Das Problem ist halt, Annie mit dem Tibbers ist auch so eine schöne Möglichkeit, den kompletten Rest des Teams einfach rauszunehmen. Wenn Yasuo reindrift, kann im Prinzip, wenn Kha'Zing nicht getroffen ist, er sich einfach vorstellen, in den Tibbers reinsetzen und dann ist halt nur Yasuo da. Und Yasuo alleine wird es relativ schwierig haben, alle Leute zu töten. Ja. Vor allem gegen. Also, es sind noch so unattraktive Ziele. Ryo kann sich doppelt schützen. Kha'Zing, klar, einerseits das Re-Engage-Potenzial, aber er wird auch von Hirnen verteidigt. Das heißt, er kann auch bei Bedarf mit der Ulti reingezogen werden und der Schaden wird auch verhindert. Und Odo Amne, dem ist das egal. Das ist sein Ziel, dass möglichst viel auf ihm landet. Der dann einfach einmal volle Wucht reinqueued, weil es sind halt viele Nahkämpfer dabei. Und man muss dazu sagen, Lulu ist jetzt auch nicht selten derjenige, der weit weg steht vom Kampf. Also könnte auch in der Q-Reichweite von Odo Amne sein. Ja, und vor allen Dingen ist er halt einfach weit hinten. Also, Katalysator 2 Durans Ringe, das ist als Schadenspotenzial schon mal ganz rausgestrichen. Und das Einzige, was Lulu halt noch machen kann, ist ein gutes Whimsy setzen, irgendein Ziel rausnehmen erstmal, die den Schaden verhindern und halt nochmal einen Wildwuchs platzieren. Aber das sind die beiden Möglichkeiten, die er hat zur Verfügung, um irgendwie einen Eindruck noch zu machen in diesem ganzen Spiel. Oder vielleicht mit einem Wildwuchs eine Chance zu geben, für Yasuo aufzugehen. Ja. Er ist jetzt Support, Lulu. Ja, mehr oder weniger ist er das jetzt wirklich gerade. Und wir haben ja vorhin drüber geredet, der Jungler nimmt so die Rolle des Supports ein. Momentan ist es gerade der Top-Laner. Das ist natürlich sehr, sehr ungünstig. Wie vor, ja, negiert natürlich den Farm von 007 auch ein Stück weit. Jeder, der wenig Gold hat, geht da jetzt auch rein. Man muss sagen, Gragas ist jetzt nicht so itemabhängig. Blutcollars reicht fast schon aus. Und du musst halt wirklich über die guten Ultimates und die Body Slams kommen. Hier nur mit zwei Items gegen noch nicht mal Klinge der Unendlichkeit. Also noch weit entfernt von Effektivität und Bangkok Titans den südlichen Jungle auch null abgedeckt. Also H2K kann machen, was sie wollen. Und das ist vor allen Dingen schon das ganze Spiel über so. Im Prinzip hatten sie im unteren Jungle kaum Kontrolle. Flash jetzt sogar. Upsala, Lloyd will man jetzt erwischen. Das Q hat gesessen. Zack, da kommt der King. Oh, und der Tibbers. Der hat auf jeden Fall diesen Yordle komplett zerrissen. Das war gut so aus. Schön von Lulex. Er hat gesehen, verdammt, ich komme nicht ran, smitet die Minions, damit sein Q durchfliegt. Nach dem Q geschossen, nochmal den Smite reingesetzt, damit das Q durchfliegt und damit im Prinzip den Kick gekriegt. Also eine sehr schöne Aneinanderreihung von Lee Sin-Fähigkeiten. Sehr stark. Und Lulex macht wirklich ein gutes Spiel. Das ist ein Lee Sin, da macht es richtig Spaß zuzuschauen. Einigen alle Beschwörerzauber auch der ganzen Botlane raus. Aber da ist halt einfach nichts mehr übrig. Könnte man sich nicht mit verteidigen.
Rio zwar sein Flash benötigt dafür, aber ist im Prinzip verkraftbar. Ich glaube auch, Rio wird jetzt in diesem Spiel nicht mehr sterben. Das sollte erstmal nicht passieren, solange er nicht komplett irgendwo gefangen wird, wo er nicht sein sollte. Worauf ich auch noch gerne eingehen würde, ist das Itembild von Kalista. Gibt ja immer. Also es gibt eigentlich Itembilds, die man sich auf jeden Fall kauft. Oh! Ja, da hat man nur noch eine mitgenommen. Das ist ja Support. Hier kann ihn da reinziehen. Der Re-Engage plopp ist ganz gut möglich. Odo Amnes steht perfekt für die Erfüllung seiner Rolle. Zack. Da hat es Gifo. Oh, der Heal! Double Kill nochmal hier für diesen Kollegen, kommt aber nicht mehr an die Kuh ran. Ah, da ist natürlich jeder Vegetarier absolut dagegen, aber Odo Amne wird den aufschlitten. Oh, da kam er nicht nochmal ran. Jetzt muss der Blinde dazukommen. Aber Ludex, die ist aber auch schnell, die Kuh mit den Fünfer-Schuhen. Das wird schwierig, die umzuschubsen. Kasing, was ist mit dir los? Wahnsinn. Flash da, so wird die Betäubung. Moss ist immer noch auf Fluchtkurs. Lulex lässt nicht ab, er kann ihn riechen. Ist ja der Bauer von H2K. Jetzt hat er sich gedacht, okay, genug des Spiels, lassen wir es mal sein. Und eigentlich wollte ich gerade, bevor der Engage kam, darauf zu sprechen kommen, dass das Itembild von Kalista halt eigentlich immer auf seine Klinge. Ach komm, gucken wir uns den Kampf nochmal an. Engage aber, of Amazing. Aber halt, hier ist auch ärgerlich, er wirft nicht beide hoch, ne? Ja, das ist so seltsam mit der Yasuo Ult. Aber das ist dann halt im Prinzip schon mal eine verlorene Yasuo und die brauchst du für den Kampf. Denn Odo Amne steht vorne drin. Sie kriegen jetzt G4, weil der so tief reingegangen ist. Und von da an ist es nur noch aufräumen, aber weiter Odo Amne vorne drin steht. Und der ist halt so weit vorne. Sie haben ihn nach vorne gebracht am Anfang und nie wieder gab es irgendwie einen Versuch, ihn rauszunehmen aus dem Spiel. Und seitdem kann er einfach vorne drin stehen und sich freuen. Und vielleicht habe ich jetzt die Chance, noch einmal ganz kurz zu sagen, was ich meinte. Nämlich das Kalista-Item, das sehr früh das Hurricane geholt hat. Man holt sie es dann teilweise als zweites, manchmal aber auch als erst drittes Item. In dem Fall einfach, ein Alistar steht meistens vorne drin, ein Yasuo wird aggressiv reingehen und ein Gragas ist drin. Das heißt, man hat wirklich im Bestfall drei Ziele, auf die man angreifen kann. Kann dann den Schaden von einem Hurricane perfekt ausnutzen. Und von daher finde ich das auch sehr gut, dass er das hier auf jeden Fall sehr früh als zweites Item sofort genommen hat auch. Es sind vor allen Dingen auch günstige Gegenstände, ja, wenn man es mit dem Itembild von einer Tristana oder generell Crit-Charakteren vergleicht. Leon in Endlichkeit ist einfach der pure Hass, was die Investition angeht. Das ist auch so ein Punkt bei diesen Lane-Swap-Situationen, der sehr, sehr oft gerne genommen wird, ist, dass man den AD-Carry zwingt, auf diese 800 Gold zu basen. Der frühe Turm, da hat man noch nicht so viel Gold als AD-Carry. 800 Gold ist ein vampirisches Zepter, perfekter Base für einen klingensgestürzten Königs-AD-Carry. Ganz, ganz schlechter Base für einen AD-Carry, der auf eine klingende Endlichkeit geht. Weil er dann halt gucken muss, okay, nehme ich jetzt Crit? Oh, du Amne, der ist wieder mittendrin, muss das nächste Q abwarten. Halt er schon wieder hoch für 1000 gefühlt. Übersteht die Situation aber am Ende doch nicht. Jetzt ist Lulex da, Warlock komplett zerrissen, der hatte null Chance gehabt. Rio ist immer noch da, bemüht sich G4 hier zu zerstören. Stundenglas rettet ihn, Lloyd ebenfalls komplett aus dem Leben geholt. Wahnsinn. Also, das ist ja das Problem, ne? Darius kann hier eine gute Rolle einnehmen. Er tankt einfach alles weg. Dass er jetzt einen Shutdown natürlich gebracht hat, ist das eine, aber Teamfight gewonnen durch den Engage von Bangkok Titan selbst. Das ist halt auch gerade eben, ich meine, sie hätten dann auch rausgehen können, hätten den Turm verloren und hätten 1 gegen 1 Tausch gehabt. Das wäre noch an sich in Ordnung gewesen. Sogar Toplaner, beide gegeneinander getauscht und da den Darius für bekommen, sogar den Shutdown, wäre gut gewesen. Aber da hat G4 nicht wirklich realisiert, dass Rio noch sein Ulti hat. Er ist halt in die Nähe von Rio gegangen. Rio, okay, nehme ich den Engage und dann ging es halt weiter. Das war dann das Problem. Ansonsten hätten sie nur 1 gegen 1 mit einem. Oh, Moss. Der ist aggressiv. Rio mit der Kralle. Verlangsamt beide. Flash die Glitterlanze. Super stark. Kommt da echt noch davon. Der Facebook-Alistar, der hat's probiert, aber ist nicht geschafft. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass er da rausgekommen ist. Denn hätten sie Rio gekriegt, hätten sie vielleicht überlegen können, okay, kriegen wir jetzt hier den oberen Turm vielleicht endlich mal. Ach so, oder Amno, du sagst rein. Ist okay für mich. 4. Gut. Geh da rein, der Junge. Er hat natürlich schon mittlerweile sehr, sehr viel Leben zusammengesammelt. Immer noch. Oh, diese Qs, der heilt sich gut hoch, wird aber am Ende trotzdem fallen. Ist egal, 2 hat er insgesamt mitgenommen. Warlock nun wieder ganz alleine. Er hat sein Rod zwar fertig, flasht nun davon. Das war ein ganz schönes Long-Range-Flash. Hätte gedacht, dass er an die Wand ballert. Aber dem war nicht so. 2:1 Tausch plus Beschwörerzauber genommen. Also Odo Amne, denen ist mittlerweile alles egal. Und ich meine, man kann. Oh, na, du kriegst vielleicht nochmal Ludwig sogar. Ja, ne. Mit der Bombe, ne? Man kann im Prinzip so ein großes Leuchtschild über Odo Amne hängen. Bait. Man kann jetzt ein großes Schild über Lloyd hängen. Tot. Ja. Eine Chance. Das ist der Baron wahrscheinlich dann, oder? Ne? Noch niemand da in der Nähe. Lissandra ist beim Drachen.
Können ja nicht mal Base, weil die so oft Feind machen. Es sind immer noch die beiden Items, über die du geredet hast von Hirne. Er wird jetzt, glaube ich, sofort letzter Atemzug oder sowas haben, eigentlich was er möchte. Kann sogar, wenn er lustig ist, auf Crit gehen. Sagt Instant Blutdurster. Alles klar, mein Son. Ich meine, es gibt auch nichts. Lulu, Toplane, wird wahrscheinlich keine Rüstung bauen. Stundenglas ist erstmal nicht im Bild integriert. Gragas geht auf das Aegis, das heißt auch da Rüstung eher Nebensache. Und in der Mitte, Yasuo, gut, braucht man auch nicht dran denken. Botlane, Support, Alistar, gut, er wird immer tanky sein. Das heißt, es gibt einfach keine Rüstung. Kann man Doppel-Lifesteal im Prinzip nehmen und einfach probieren, ewig zu leben, so wie es im Prinzip Odoamne schon vorgemacht hat. Da bist du halt wirklich unsterblich. Fehlt dann noch die Klinge der Endlichkeit bei G4, um wirklich einen Einfluss zu haben auf das Spiel. Geht doch nicht das Trinity-Build, das wir sehr häufig gesehen haben, was halt so alles miteinander kombiniert, so Tankiness, Utility, unter diesen künstlichen Crit, weil dein E hat ja gehört keinen Cooldown. Und der Baron. Das Ward-Placement von HK ist super sauber. Jeder, der irgendwie nur ansatzweise Richtung Baron gehen möchte, wird beobachtet werden. Die Frage, wann zieht das raus? Bei 1200, kann man machen. Kann man schon mal machen. Mehr als Cho'Gath normalerweise, mehr als ein Smite. Kein Ding. Und ich muss sagen, unter dem Aspekt, wie es gerade läuft, finde ich es okay, dass er halt nicht auf die, dass er auf die Klinge der Endlichkeit geht. Nicht auf die Stärke der Endlichkeit. Einfach, es ist halt Verzweiflung. Wenn sie jetzt halt einmal mit einem Item-Bild, Static und Klinge der Endlichkeit einen Kampf kriegen, wo Yasuo vier Leute kriegt, haben sie eine Chance. Ansonsten verlieren sie das Spiel wahrscheinlich eh. Oha, das 1-1 war alles andere als fair. Wir haben aber trotzdem etwas Schaden gefressen. Er hat noch sein Heal zur Verfügung. G4, der sucht hier den Knock. Ultet Lulex! Der geht natürlich ohne Probleme raus. Rio mit den drinnen, heilt sich dagegen. Die Leute verlangsamt. Schöne Betäubung noch mit dem Timbers. Rio hat sich geopfert. Nun ist der Basketballspieler am Start. Oh, das Rant des Todes. Double Kill. Nun insgesamt für ihn. G4 geht rein. Wird eine Sekunde CC'd und ist sofort down. Hat keine Möglichkeit. Rio geht schon wieder auf Kuhjagd. Wahnsinn, lenkt ihn da so gut wie es geht, aber hat ihn glaube ich auch erwischt. Ja, man hört es im Hintergrund, dass jemand viel Leben verloren hat. Nun wird aber der Turm auseinandergenommen, 25 Minuten hat diese Partie insgesamt gedauert und H2K ging als Favorit rein und wird die Situation auch als Favorit, also als Sieger verlassen. Der jagt ihn da oben immer noch. Wow, Lulex hat echt Bock. Übelsten Hass auf James Bond Filme. Kann man aber machen. Nun die Frage, ob der Nexus, ja, er wird auf jeden Fall fallen. Teleport kommt nochmal dazu. Hirnen kriegt keine 50 Gold. Zumindest sah es nicht so aus. Aber HK gewonnen. Wichtigen Schritt getan, wenn sie eine Chance haben wollen, hier ins Viertelfinale einzuziehen. Ja, wie gesagt, das Motto ist, never lose. Jedes Spiel gewinnen. Es darf nicht close sein. Und wird kein einfacher Weg. Man hat aber gesehen, Bangkok Titans, sie werden wahrscheinlich keine Chance haben gegen die folgenden Gegner. Nee, H2K ist, muss man einfach so klar sagen, das drittschlechteste Team aus der Gruppe. Das schwächste, ja. Oder drittschwächste Team aus der Gruppe. Und wenn sie halt gegen H2K verlieren, und zwar durchaus klar, dann wird es sehr schwierig. Und da muss man auch sagen, die Ziele, die sie gewählt haben, waren nicht sauber. Entweder den Support, den Kalista immer retten kann, oder den Full-Tank Odoamne, nein, nicht Full-Tank, aber den Tanky Odoamne, der halt schon auch sehr weit vorne war vom Farm, das heißt auch dadurch nochmal extra im Prinzip defensive Stats kriegt, mehr oder weniger. Da sagt sich einfach der Kollege, ich gehe, weil ich habe das hier alles alleine gemacht. Ja? Eieiei. Ja, gut, muss ja dazu sagen, sie mussten bisher nicht so oft nach vorne. Also kann man das vertreten, aber einfach nur Noob on the Bühne, ja? Muss man einfach so sagen. Na gut. H2K